Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande hier auf der Eurobike 2023 am Stand von Benno. Und bei mir ist kein geringerer als Benno Benziger, der Kopf hinter all dem. Herzlich willkommen auf eurem Stand. Danke sehr. Danke, dass du gekommen bist und uns die Zeit gibst für dieses Gespräch. Ja? Ich freue mich sehr. Hallo, ich bin der Benno von Benno Bikes. Ich wurde ja schon mal vorgestellt. Ich wollte mal ganz kurz erklären, was unsere Philosophie eigentlich ist. Und es ist so ein bisschen Design for Life, dass die Leute sich halt schon am Anfang ein Fahrrad kaufen, was kann. Als Lehrfahrzeug quasi. Und dann, wenn man dann jemanden kennenlernt, dann kann man zu zweit drauf fahren. Wenn man Kinder hat, kann man die Kinder drauf machen, zwei Kinder. Und dann werden die Kinder größer und dann kann man quasi weiterum neue Ausstattungsteile kaufen, um dann die Kinder auf dem Fahrrad zu haben. Und wenn die Kinder dann nicht mehr auf dem Fahrrad sind, hat man immer noch ein tolles Fahrrad übrig. Und jetzt zeige ich euch mal, was es bei uns so gibt. Hier zum Beispiel, also die Idee ist eigentlich, dass viele Leute sich dasselbe Fahrrad kaufen, genau dasselbe Basismodell, aber damit machen können, was sie wollen. Es modifizieren und für bestimmte Sachen speziell auszurüsten. Zum Beispiel dieses Fahrrad wurde ausgerüstet von Brian Cleveland, der ist ein Mitarbeiter von Bosch in Amerika. Und die Bosch-Leute haben eine Tour geplant, wo sie zu ihrer eigenen Messe fahren wollten mit ihren eigenen Fahrrädern. Das waren 400 Meilen in 4 Tagen. Und der Brian wollte mit dem Boost fahren, hat sich das mit einem neuen Lenker hier modifiziert, hat sich mit den Reisekästen hinten modifiziert, mit einer doppelten Batterie. Und er wollte quasi das Support Fahrzeug sein für diesen Trip für alle mit Fahrradwerkständer und allen Werkzeugschitten drin. Und damit ist der Brian 400 Meilen in 4 Tagen gefahren. Hier haben wir dann das Fahrrad, was ich dieses Jahr für ihn bereitstellen wollte für diese Tour. Das hat ein spezielles Design einfach gehabt, was wir wirklich nur 3-mal gemacht haben. Die Tour wurde leider abgesagt, aber das Fahrrad gibt es halt hier auch noch und fand ich schon ein cooles Bike irgendwie. Ein schöner Lenker auch hier. Das ist schön, ja. Shirley Sunrise. Ja, manchmal kann man auch ein bisschen Spaß damit haben. Weißt du? Dann haben wir seit 5 Jahren haben wir eine Kooperation mit der Air Zermatt. Die Air Zermatt ist das Schweizer Helicopter Rescue Team. Und die haben als Ground Transportation, auch in Zermatt ist ja auch autofrei, benutzen die halt unsere Fahrräder und die haben natürlich auch ganz hohe Ansprüche und deswegen ist es für uns immer eine große Ehre. Die haben ja auch Kooperation mit Heli Hansen und mit Volvo und so weiter und da sind wir natürlich in einer sehr guten Gruppe mit so einem Fahrrad und für die lackieren wir die natürlich auch dann passend zu den Hubschraubern, was natürlich auch extrem cool ist und diese RCR-Matt-Fahrräder natürlich im Winter sind dann auch ausgestattet mit Stollenreifen und Spikes, was auch unser eigener Reifen ist. Ja. Das ist ein Handwerker, der nimmt morgens alles raus, fährt seine Kinder zur Schule, kommt wieder zurück, lädt alles ein und fährt dann als Handwerker zum Job. Und hat alle Werkzeuge, alles, was er braucht, auf diesem Fahrrad jeden Tag. Und liebt es im Sommer und im Winter. Und das ist der Vintage Handyman. Und jetzt haben wir noch eine neue Kooperation mit der Schweizer Feuerwehr in Königs. Und die haben den größten Musikfestival jedes Jahr bei sich in ihrem kleinen Dorf. Und da gibt es unheimlich viele logistische Sachen und auch Hydranten zu checken. Die müssen dann rumfahren und müssen gucken, ob alle Hydranten auch funktionieren. Und die haben auch festgestellt, dass man das mit dem Fahrrad wesentlich schneller, effizienter und einfacher machen kann als mit so einem großen Fahrzeug. Die haben sich dann wirklich die schöne Kiste gebaut und haben jetzt modular quasi diese Rakko-Kiste genommen. Kannst du ja mal reingucken hier kurz mit ihren Sachen. Und in diese Kisten werden sie jetzt auch verschiedene Kisten haben. Für verschiedene Einsätze werden sie dann einfach austauschen. Die waren gestern hier, die waren hochbegeistert. Wenn man jetzt nicht die Feuerwehr ist oder die Air Zermatt und sagt, man möchte ein schönes Reisefahrrad haben oder möchte irgendwie ein Adventure-Bike haben oder mal schön
mit der Familie oder alleine grillen gehen. Dann kann man auch so einen schönen 46er nehmen und Norbi-Tires drauf machen und kann man sich also eigene Sachen überlegen. Da kann man auch eine zweite Batterie ran machen hier. Das 46er ist ein sehr interessantes Modell. Und zwar kommt unser Konzept eigentlich von unserer Firma in dem 46er eigentlich wird am besten dargestellt, weil das ist ein komplettes Normalrad. Das heißt, es hat die Länge von einem normalen Fahrrad, aber es hat die Beladbarkeit von dem Boost. Und zwar kann das maximale Gesamtgewicht ist 190 Kilogramm bei diesem Fahrrad. Und was wir hier gemacht haben, ist interessant. Wir haben hinten einen 24 Zoll Reifen genommen, wie bei unserem Boost, wo wir viel Erfahrung haben mit Cargo und mit Last. Ist ein bisschen kleiner, größere Reifen, stärkere Felge und auch niedrigere Schwerpunkt, damit man hinten also wirklich schön beladen kann. Und vorne haben wir ein 26 Zoll Rad, was ein bisschen ruhiger, leichter läuft, ein bisschen sportlicher ist. Und das haben wir dann mit einer Federgabel und einer integrierten Batterie quasi, nicht? Also du hast hier eigentlich dein sportliches Frontend und hinten hast du halt ein Cargo Rearend, ja? Business in the front, party in the back. Ja. Genau so. Ich kann es immer nicht besser beschreiben, weißt du, das Boost ist eigentlich, ist ja unser erstes Can-Do-It-All-Bike eigentlich, ja, das ist unser Flagship. Und ich nenne es immer, ist immer der Land Rover Defender, der 110er. Und das ist eigentlich Range Rover Sport. Das ist das Konzept von dem 46er und wir wollen damit halt auch beweisen, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen einem Normalfahrrad und einem Cargo-Bike, dass man eigentlich beides haben kann oder man kann auch ein Normalfahrrad bauen, was wirklich viel Cargo transportieren kann. Ja, und ich glaube, dass halt die Reise dahin geht. Ich denke halt, die normalen Fahrradhersteller bauen ja auch immer mehr Cargo in ihre Normalfahrräder rein und die richtigen Cargo-Firmen machen die alle ein bisschen sportlicher, schlanker, kleiner, damit die ein bisschen gesellschaftsfähiger werden. Und ich denke, dass diese beiden Kurven werden sich treffen und werden sich genau da treffen, wo wir jetzt hier stehen. Wir sind halt ein paar Jahre voraus, aber wir werden es alle sehen. Wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz zu dem Remy. Das ist ein kleines Fahrrad mit 20 x 3,6 Zoll Reifen. Ist witzig, ist einfach zum Aus- und Einsteigen, ist ein total cooles Fahrgefühl, ein bisschen mehr wie ein Vespa-Scooter. Immer eine schöne Alternative, die nicht so verbindlich ist eigentlich. Ja. Hat auch einen Alurahmen und wir haben leicht die Form geändert hier. Wir haben hier nochmal eine Stange eingesetzt und wir haben den Motor leicht nach links versetzt und haben damit nochmal die Pedale leicht zusammenbekommen. Interessant, kleines Detail, aber hat das Fahrrad wirklich nochmal besser gemacht. Ja. Und dieses Fahrrad kann eigentlich ein Kindersitz, also auch hier drauf den EasyFit, den es nicht mehr gibt. Aber mit dem Rack kann man auch Passagiere befördern ohne Kindersitz halt. Das ist unser Passenger Kit da oben. Und das ist eigentlich das Remy, das Original Remy. Und dann haben wir nochmal eine neue Version gemacht. Und das ist das Remy XL. Und das kann halt nochmal den zweiten Passagier. Also anstelle, dass man einen Kindersitz hat, kann man zwei Kindersitz machen. Dann gibt es die High Rails dafür, dann gibt es den Sideloader dafür. Auch der doppelte Seatpad. Also dieses Rear Rack ist genauso lang wie beim Boost für zwei Passagiere. Und es sind auch dieselben Anbauteile, teilweise für die beiden Fahrräder. Ich sage immer Mini Cooper und Mini Cooper Clubman. Der lange. Und interessanterweise, was ich toll finde irgendwie, obwohl das länger ist, fährt sich das eigentlich überhaupt nicht anders. Eigentlich kann man das kaum merken. Ja? Was interessant ist hier an dem Bike, auch dieses Fahrrad haben wir mit Stollen und mit Spikes, weil unsere norwegischen Kunden nur Spikes haben wollen, ansonsten kaufen die keine Fahrräder. Also ganz interessant eigentlich, der Reifen hier, den wir auch so verkaufen, 20 x 3,6. Mit Spikes. Noch eine Neuigkeit, die ich persönlich eigentlich am interessantesten finde, die kann man vielleicht da hinten am besten sehen, die wir haben an unserem Boost, ist unser neues Rail. Revolutionär jetzt, das ist ein Dreiviertel-Rail. Es ist hier vorne nur ein halbes Rail und dadurch kann man leichter ein- und aussteigen für größere Kinder und auch für, wenn man jetzt hier hinten sitzt mit der Lehne hinten hier, die schön geformt ist,
kann man auch so ein bisschen wie im Stuhl sitzen und hat auch ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Halt. Aber fand ich persönlich eines der coolsten Teile, die wir dieses Jahr eigentlich rausgebracht haben. Ja. Das ist jetzt die 6. Evolution von dem Boost. Also wir machen das seit, bauen das jetzt seit 8 Jahren. Und das Ding ist jetzt wirklich an der Stelle, wo man irgendwann nicht mehr weiß, was man besser machen kann. Und das ist natürlich auch dasselbe Modell, was die RZMatt benutzt, was die Feuerwehr benutzt, was der Brian benutzt, was wir jetzt überall gesehen haben. Also relativ interessant, wie dieses normale Fahrrad eigentlich in so vielen verschiedenen Konfigurationen benutzt werden kann. Das Boost hat auch einen stärkeren hinteren Triangle bekommen bei uns und Through Axles hier mit den Steckachsen. Halt dieses Jahr hat auch das Smart System natürlich, wie alle unsere neuen Bikes, alles Bosch mit Smart System. Eine Kleinigkeit, die wir vorher nicht hatten, alle haben sich beschwert, die haben jetzt überall Quick Release dran. Aber das ist auch nochmal eine Verbesserung dieses Jahr. Und ja, und wir haben auch ein bisschen an Taschen gearbeitet dieses Jahr, ein bisschen coole Taschen gemacht, ein bisschen mehr wasserdicht. Wir haben einen cooleren Look, haben einen schönen Print hier mit Reflektiv für Sicherheit. Und das ist eigentlich alles, was man hier sagen kann zu den neuen Bikes. Ja. So, ich habe mir jetzt einen 46er gemopst und damit werde ich jetzt mal eine kleine Probefahrt machen. Dieses Bike ist jetzt ein Showbike, aber man merkt schon ganz gut, für wen das geeignet ist. Also so rein vom Fahren ist es einfach sehr aktiv. Der hohe Lenker und breite Lenker, der fasst sich sehr gut an. Und das ganze Rad ist insgesamt ja auch relativ kurz. Noch beim Bremsen. Da geht sofort los. Die Bremsen passen gut zu dem Fahrrad. Und ansonsten ist es einfach sehr, sehr entspannt. Also eine aufrechte, entspannte Sitzposition. Das Rad fühlt sich echt gut an. Es fühlt sich kurz an und aktiv. Dieses Rad war eigentlich nur dafür bestimmt, auf dem Stand von Benno zu bleiben. Aber wie gesagt, man bekommt schon ein ganz gutes Gefühl für das Rad. Die dicken Reifen, die machen Spaß. Und es kann halt auch einiges transportieren. Also hier die große Tasche vorne drauf. Hinten passt einiges drauf. Ja, also ich bin sehr gespannt, dieses Rad mal und auch das Remy XL mal bei der Radelbande testen zu können. Richtig zu Hause, im Alltag mit den Kindern. Und jetzt wird es hier ganz schön windig. Ich glaube, hier kommt einiges runter. Ich gehe mal schnell wieder rein. Okay, Benno, vielen Dank, dass du uns mal durchgeführt hast durch deine Gedanken hinter den Bikes, durch die Welt der Benno-Bikes. Wo kann man Informationen über die Bikes am besten finden? Also am besten kann man Informationen finden auf bennobikes.com und natürlich folgt doch uns auch auf Instagram, Benno-Bikes. Und ja. Hervorragend. Also wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen zu den Benno-Bikes habt, zum neuen 46er oder zum Remy XL, dann stellt sie mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Ganz genau. Tschüss. Bis dann.